einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem wahrscheinlich relativ sinnlosen Idle Champs of the Forgotten Realms Video. Wir haben gestern im Stream beschlossen, dass wir mal sämtliche Skins ranken wollen und das machen wir jetzt zumindest mal für die Seeds 1 bis 4, was auch, also wir haben die Standard-Skins mit reingenommen, das sind jetzt einfach immerhin schon mal 107 Skins, das heißt, wir haben ein bisschen was zu tun. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach der Reihe nach an mit Bruno, dem Standard-Bruno. Ich muss immer zwischendurch ein klein bisschen was umstellen, damit ihr quasi hier auch den entsprechenden Skin in Aktion seht und nicht nur das kleine Vorschaubild, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich würde sagen, den Standard-Bruno sehe ich irgendwo so, also irgendwo hier so. Also für einen Zwerg geht er halt klar. Er ist halt nicht super schick, aber so als Klischee-Zwerg sehe ich ihn, glaube ich, hier. Das passt schon total gut. Sehe ich. Irgendwie. Ja. So, der Kollege ist auf jeden Fall eins drüber. Piraten-Layout definitiv eins drüber. Für Top-Tier reicht's, glaube ich, nicht. Aber da sehe ich den schon. Würde ich, wenn ich ihn hätte, muss ich mich natürlich auch immer fragen, würde ich den eher einsetzen als den Standard-Skin? Wobei, das sind natürlich auch wieder Ich bin halt grundlegend nicht so der Riesenfan von den ganzen Piraten-Skins. Weil die finde ich irgendwie in der Formation meistens nicht so passend. Wobei, es gibt ein, zwei Piraten-Skins, die ganz cool sind. Also es ist so Pirate Captain, weiß ich halt nicht. Gott, wenn ich jetzt schon anfange zu hadern, ne? Es kann was werden. Oh boy. Also, kleiner Spoiler übrigens vorweg. Hier sind auch Skins oder eventuell Skins mit bei, die noch nicht im Spiel sind. Just saying. Ich würde ihn, glaube ich, aufs gleiche Tier packen. Schon irgendwo. Er ist halt auch stimmig, aber ich finde ihn nicht wirklich besser. Also ich würde ihn nicht eher einsetzen als den Standard-Skill, Skin. Den hingegen würde ich auf jeden Fall eher. Es ist ja quasi der Standard-Skin, nur ein bisschen cooler. Den würde ich auf jeden Fall zu Neat packen. Da ist das Schild nochmal, Entschuldigung, der Schild nochmal cool rausgearbeitet. Eine zweischneidige Axt. Das geht schon klar. Sehe ich auf jeden Fall. Der hingegen ist so der Standard-Skin, nur an ein paar Stellen blau angemalt. Den fühle ich irgendwie gar nicht. Also der ist gerade, wenn man das mal hin und her wechselt, sieht man halt wirklich, da ist halt ein bisschen Eis dran. Und er hat irgendwas auf dem Rücken, was auch immer das ist. Aber könnte so ein kleines Fässchen sein oder so. Also der ist nicht hässlich. Der ist okay, I guess. Bei dem bin ich mir super unsicher. Der ist halt an sich cool durchdesignt, aber der ist mir irgendwie zu drüber. Gerade für so einen kleinen Kampfgnom ist das irgendwie zu. Was ist denn das? Ah, die Celestial Skins. Ja, die sind alle irgendwie schwierig.
Also mit so Licht oder mit Pseudolichteffekten kriegst du mich ja. Aber der ist irgendwie too much, um nie zu sein. Ich glaube, den packe ich auch hier mit hin. Weil er ist halt schon cooler als der, als der Icewind Dale Skin, finde ich. Da ist halt so mehr Shishi dran. Das ist schon okay. So, was haben wir hier? Ah, der Wormspeaker Skin. Boah, der Helm ist fucking hässlich. Und irgendwie beißt sich alles mit seiner Bartfarbe. Er ist schon ein solides Meh, finde ich. Gibt durchaus Wormspeaker-Skins, die ich cool finde, aber bei Bruno... Also es ist halt so... Die Axt und so der untere Teil der Klamotte, das ist irgendwie schon... Und der Handschuh auch. So, das ist schon irgendwie alles stimmig. Aber so die obere Hälfte von Bruno passt irgendwie gar nicht dazu. Es ist irgendwie so, gefühlt sind das zwei Skins in einem. Sehe ich halt gar nicht. Irgendwie, na. So, und dann haben wir, das ist tatsächlich gar kein Pirate, sondern der Spelljammer-Skin. Okay, ich finde, sieht trotzdem aus wie ein Pirat. Den fühle ich, glaube ich, eher als den Pirate-Captain. Ich mag den Schild mit dem Bierkrug drauf. Glaube ich bei Need, um ehrlich zu sein. Geht schon klar. Ja. Ja, das kann man so machen. Wo ist denn Deacon? Hier. Standard Deacon ist halt schlicht, aber irgendwie mag ich den. Ich glaube, von allen Deacon Skins ist das sogar mein Favorite. Also ist halt farblich schon sehr, sehr trist, aber irgendwie ist das, ich weiß nicht, irgendwie ist das ein stimmiges Design. Würde ich den Standard Deacon zu Neat packen? Probably. Also irgendwo hier so... Ich mag Standard Deacon schon lieber als Standard Bruno. Warum auch immer. Ich mag den. Den hingegen finde ich relativ furchtbar. Die roten Augen sind mir irgendwie zu viel. Was guckt er eigentlich zwischen seinen Flügeln raus? Also, was ist das da? Oh, das ist seine Laute. Okay. Ich glaube, den sehe ich tatsächlich eher hier. Ist schon deutlich drunter. Ja, ja. Würde ich halt im Leben kein Geld für ausgeben. Ich halt einfach nicht machen. Den Wormspeaker, den hatte ich eine Zeit lang ausgerüstet. Ich weiß gar nicht mehr, wo es den gab. Gab es den bei den Trials? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass ich den gekauft habe. Oder es gab den so mal irgendwo for free. Ich habe ja echt wenig Skins für echt Geld gekauft. Den hatte ich mal eine Weile. Inzwischen nicht mehr. Ich sehe den auch irgendwo hier so. Ich finde das halt prinzipiell ganz okay. Das wird eine sehr lange Folge. Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch nur die ersten vier Seeds genommen. Ich sehe den gleichwertig mit dem Standard-Skin. Ist klar, auf die Farbkombi muss man halt stehen. Aber dadurch, dass Deacon an sich grau ist, beißt sich halt das Outfit nicht mit seinem Standard-Skin. Irgendwie, also es ist eine ganz gute Kombination und es ist halt wirklich nur eine neue Klamotte und verändert halt nichts an Deacon grundlegend.
Und ihm, ja, also ne, dadurch, dass er halt an sich eine sehr neutrale Farbe hat, steht ihm das Lila auf jeden Fall besser als Bruno, ja. Definitiv. Ja, ich denke, damit kann ich leben. Womit ich nicht leben kann, ist das Ding. Das müssten wir uns eigentlich in-game nochmal angucken, weil je größer das Bild ist, desto furchtbarer wird das. Boah. Also prinzipiell war mein erster Gedanke Kill it with fire, aber dafür ist der Pterodactyl whatever. Dafür steckt er zu viel Liebe im Design. Also dieses eigentliche, also das komplette Drumherum stimmt halt schon. Das ist halt schon cool. Es passt nur irgendwie überhaupt nicht mit Deacon zusammen. Und auch, dass er halt dass die Augen rausgeschnitten sind, er durch die Augen guckt und die Schnauze im Maul hat, ist halt so. Es ist alles weird an dem Ding. Also grundlegend nichts gegen Dinos, aber. Ich glaube, ich sehe den hier. Boah. Ja, ich würde ihn schon eher einsetzen als den hier. Definitiv. Aber, boah. Warte mal. Den gibt's doch safe noch im Shop, oder? Ich muss mir den groß angucken. Packages. Wow. Dang, Alter, sind seitdem viele Skins rausgekommen. Ich finde ihn gar nicht wieder. Ist irgendwo so auf Seite 12 oder so. Ah, hier. So, und dann gehen wir mal kurz auf Idle Champs rüber. Ganz ehrlich, in groß wird er halt nicht besser. Es sind auch zu viele Farben, zu viel irgendwie. Nee, das ist auch irgendwie too much. Es ist einfach zu viel. Nee, fühle ich halt gar nicht. Der kommt hier hin, aber prinzipiell vor denen. Oh, wir könnten natürlich tierintern auch noch ein Ranking machen. Also das, was vorne steht, ist schon noch eher im Bereich zum nächsthöheren Tier und was hinten steht, ist eher so im Bereich zum nächstunteren Tier. Ich glaube, damit bin ich dann insgesamt auch. Ich glaube, da würde ich das. Ah, nee, passt schon. Geht klar. Dani, here we go. Ich glaube, ihr Konsolenbild war ganz cool. Nee, doch nicht. Verwechsel ich mit wem anders. Der Standard-Dani ist. Geht halt klar. Das ist halt so ein Burp. Sehe ich, glaube ich, hier so. Finde ich, glaube ich, besser als Bruno. Weiß ich nicht. Ungefähr gleich. Den sehe ich tatsächlich gerade das erste Mal. More or less. Die leuchtenden Augen holen mich halt nicht so ab, ne? Ansonsten ist das schon eine solide Variation der Deutschlandfahne. So in Schwarz-Rot-Gold. Also für Need reicht's, glaube ich, nicht. Aber schlechter als das Original finde ich es auch nicht wirklich. Kommt irgendwo da so hin.
Das ist irgendwie so eine Mischung aus Zauberin und Großmutti. Er spricht eine Wahrsagerin. Das trifft's, glaube ich, einfach. Muss gleich mal meinen Vorhang zumachen. Kann ja damit rechnen, dass hier die Sonne rauskommt. Ist halt an sich okay, aber weiß nicht, geht hierhin auch mit. Nee, geht auf jeden Fall hierhin. Nein, würde ich nicht eher einsetzen als das Original, aber finde ich schon besser als den anderen Skin. Ganz ehrlich sagen. So, wen haben wir dann in der Liste? Esmeralda. Esmeralda ist irgendwie... Ich weiß nicht. Finde die ziemlich lame. Die hat auch nicht einen Skin in-game, ne? Finde ich überraschend, ehrlich gesagt. Also sie sieht halt einfach aus wie so eine Lackluster-Version von Carmen Sandiego. Weiß ich nicht, also... Meh würde ich noch nicht sagen, aber es ist halt schon so ein okay, I guess. Irgendwie ist halt so wirklich super basic. Warum ist der Kaffee eigentlich schon kalt, Alter? Wann habe ich den denn aufgesetzt? Ist nicht so lange her. Wofür habe ich denn eine Thermotasse? Ktriss. Oder ist es eher Ktriss? Wie auch immer. Finde ich halt auch nicht cool, ne? Sein Haustier ist putzig. Mist, das kriege ich nicht eingeblendet. Dang it. Das ist eigentlich auf der Website noch hier drunter, aber... Oder meinst du das, was um die Schulter ist? Du meinst... Oder meinst du den Demon? Ich mache mal kurz den Vorhang zu. Der Schulter. Ja, das geht halt. Irgendwie, aber weiß ich nicht. Ist halt irgendwie auch so ein okay, I guess. Ja. Die Nerds, ey. Sehe ich die Nerds. Ich finde es lustig, dass sie in einem Minecart sitzen. Aber die sind, glaube ich, auch ein sehr solides Okay, I guess. Also für das, was sie sein sollen, ist es halt schon ganz cool gemacht. Aber holt mich jetzt trotzdem nicht so ab. Bleibt dabei. Okira. Oh, das wird schwierig. Standard Okira. Standard Okira ist halt irgendwie schon ganz cool. Irgendwo. Ja, finde ich halt cooler als Deacon auf jeden Fall. Standard Okira finde ich schon neat, muss ich ganz ehrlich sagen. Witchlight Okira mit der Zuckerwatte und irgendwie, nee, das ist mir irgendwie too much. So, ja, farblich passt das alles gut zu ihrem Standardgelb, so als Gegenfarbe, aber, oh, nee,
Nee, fühle ich irgendwie gar nicht. Ist mir irgendwie zu drüber. Sehe ich. Oh, wenn diese Zuckerwatte nicht wäre, ne? Tja, hier so. Ich weiß es nicht. Im Moment würde ich so sagen. Finde ich das furchtbarer als Standard Esmeralda? Ja, schon. Schon irgendwie, leider. Shadowfell Okira hingegen finde ich schon wieder ganz cool. Ist auf jeden Fall auch im Neat-Bereich. Ist halt schon so ein bisschen sehr edgy, aber geht halt klar. Vielleicht hier so hinpacken. Hatte ich tatsächlich eine Zeit lang auch ausgerüstet. Ja, geht halt klar. So, bei dem müssen wir uns, glaube ich, nicht streiten. Der ist halt einfach nur fucking cute, oder? Das ist halt eindeutig. Es ist einfach so, du siehst dieses Ding und willst es einfach sofort knuddeln. Der beste unter den ganzen Old Bear Skins? Ja, sehe ich auch so. Haben wir eigentlich noch welche mit mehr? Ja, doch, zwei kommen auf jeden Fall noch. Ja, und das Ding ist. Da müssen wir uns mal kurz die Walk Animation angucken. Allein für die Walk Animation ist das Ding halt leider einfach Kill It With Fire. Es geht halt gar nicht. Also ja, es soll halt Actionfigure sein und die haben halt so starksige Bewegungen. So, ich verstehe, wo es herkommt, aber das heißt nicht, dass ich es gut finde. Ist halt leider einfach schrecklich. Ist halt 100% schrecklich. Sorry, aber nein. Einfach nein. Dann auch mit Speed Potion, Alter. Nur noch am Abzappeln. Scissor Spear. Die Farbgebung meiner Kategorien ist ungewöhnlich. Hätte ich das ändern können? Ah ja, kann ich. Macht er das jetzt automatisch? Ah ja. Dann machen wir das doch. So, passt so besser. Habe ich ehrlich gesagt voll nicht drauf geachtet. Aber ja, Sisaspea, Standard-Skin. Der grünen und blauen Kombi ist ja immer schwer, ne? Ich glaube, es trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass ich den Skin mag, dass sie so angepisst guckt. Auf einer Stufe mit dem Standard Esmeralda Skin eher noch ein bisschen drunter. Holt mich halt nicht so ab. Das Ding hingegen ist auch schon sehr in der Kategorie Kill It With Fire. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht ganz so schlimm wie Okira, aber Alter, was ist das? Es sieht halt aus wie Horrorclown gewollt und nicht gekonnt.
Ja, es ist auch einfach Space Clown. Okay, ja, nee, lass mal nicht machen. Sehe ich halt gar nicht. Toriel. Toriel Standard Skin geht halt, finde ich, total klar. Der ist schon irgendwo bei Need. Da gehen die leuchtenden Augen auch irgendwie klar. Die sind nicht so aufdringlich irgendwie. Wahrscheinlich, weil sie nicht rot sind. Finde ich halt schon okay. Der Prismir-Skin ist halt super weird. Der erinnert mich an irgendeinen Studio Ghibli-Film. Keine Ahnung. Also zumindest die Maske. Die macht mich total fertig. Ich finde, es passt auch so gar nicht ins Spiel irgendwie. Das ist eher so der Punkt. Also ich finde es nicht per se hässlich, aber es ist schon irgendwie weird. Vielleicht hätten wir eine Kategorie einfach in weird umbenennen sollen. Da können wir noch eine Kategorie einfügen. Da könnten wir theoretisch. Wir könnten noch eine extra Kategorie mit weird machen, aber ich glaube, da ist ja dann der einzige drin. Fehlt noch ein Lass-man-nicht-machen-Tier. Ein Lass-man-nicht-machen ist halt schon so... Ja, wäre halt irgendwo so hier zwischen, glaube ich. Aber ist schon eher so meh. Und ein Why, though. Ja. Also Kill It With Fire könnten wir auch einfach in Why, though, umbenennen. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Ding hinpacken soll. Nee, okay, ist das halt eigentlich gar nicht. Es ist schon meh. Ja. Oh, nee, es ist... Nee. Es ist schon irgendwie... Es ist auch ein Stück weit... Es ist schon so ein Stück weit uncanny, oder? Also ich fühle mich da nicht gut mit. Lassen wir mal. Veronica, ich glaube, bei Veronica kann ich einen wieder rausschmeißen. Weil prinzipiell ist das ja derselbe Skin, nur verschiedene Formen. Aber egal, nehmen wir halt beides mal mit rein. Nehmen wir erstmal ihre Dark Lord-Form. Finde ich ehrlich gesagt für Dark Lord super langweilig. Sieht halt nach Nisch aus. Also, weiß ich nicht. Ist halt irgendwo hier so. So, und die Geistform ist irgendwie eine Idee cooler, aber auch nicht viel. Geistform sehe ich irgendwo da so. Den Skin kenne ich gar nicht. Da gibt es auch irgendwie nur die Geistversion von. Beziehungsweise das Dark Lord Bild haben wir dann hier, ne? Das ist irgendwie so. Ich glaube, ich finde die Veronica Skins irgendwie alle nicht doll. Ich glaube, ich finde den noch schlimm. Weiß ich nicht, finde ich den besser als den Standard Geist Skin? Irgendwo da so. Kein Plan. Und dann haben wir noch die Blight Druid Version. Der Geisterskin geht halt klar. Die Dark Lord Form ist schon eher so Kill It With Fire.
macht es insgesamt irgendwie zu so einem Meh. Da das jetzt nur mit dem Bild natürlich auch schwierig ist, ne? Aber mit der Geistform dazu passt schon irgendwie. Blushi, ist denn schon wieder Mittwoch? Find Blushi okay. Hier so oder vielleicht doch noch ein Tier höher? Ich glaube, ich mag Blushi. Ich mag die Geisterversion nicht so, aber Standard Blushi ist schon. Ich glaube, ich will den Pirate Skin gar nicht. Frösche mit fetten Gesichtern sind fast so gut wie Eulen. Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde es halt insgesamt einfach stimmig. So, das Rot-Lila von der Klamotte passt irgendwie ganz gut, so als Kontrast zur eigentlichen Farbe. Halt hier und da ein paar Verschnörkelungen dran, aber nicht zu viel. Ich finde es einfach rund. Will man in die Wange kneifen? Nee, will ich nicht, aber wenn du das möchtest, bitte. Ich halte dich nicht ab. So, die Geistform habe ich jetzt mal nicht extra mit reingenommen. Irgendwie, warum ich das bei Veronica gemacht habe, weiß ich nicht. Finde ich auch nicht so doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider ist die Geistform einfach stärker. Aber ja, egal. Das Ding ist komisch. Das gibt mir nach wie vor Midsommar Ari Aster Vibes. Sehe ich halt voll nicht. Es ist mir von ihrem Standard, also so bei ihrem Standard-Outfit ist sie ja schon eher düster. Hat da so ein bisschen was Voodoo-mäßiges. Das finde ich ganz cool. Und das hat irgendwie so Brautjungfern-Style und das sehe ich halt irgendwie überhaupt nicht. Das ist schon irgendwo hier unten. Leider. Ist auch einfach zu viel Gebamsel. So, die Flügel auf dem Kopf weg. Weniger Rosen am Kleid. Dann können wir vielleicht darüber sprechen. Aber ey. Alrighty. Oh Gott, Celeste. Boah. Wo tue ich Standard Celeste hin? Irgendwie so hier ans untere Ende, hier ans obere Ende. Geht so. Undead. Nee. Ist farblich zu viel durcheinander, da stimmt irgendwie nichts. Nee, fühle ich gar nicht. Der ist schon hier so. Healer of Toril. Weiß nicht, sieht, finde ich, eher so aus, als hätte Frau Antje eine Rüstung angezogen und hat beschlossen zu kämpfen, anstatt Käse zu verkaufen. Ist halt so ein okay, I guess.
Ich habe noch nie so einen schlecht gelaunten, genervten Engel gesehen. Sieht einfach direkt aus, als hätte sie gar keinen Bock. Also. Nee. Halt so gar nicht. Ist, glaube ich, besser als der Undead Skin, aber nicht viel. Ich finde das Weiß mit dem Babyblau irgendwie schwierig. Ja. Nee, holt mich nicht so ab. Polymorph. Polymorph ist schon wieder irgendwie cute. Ich weiß nicht warum. Gefällt mir besser als der Standard-Skin. Reicht das für Need? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber da sehe ich den schon. Schon so auf einer Stufe mit dem Standard. Fett. Oh, die Alerts liegen da einfach drunter, deswegen hat man es nicht gesehen. Vielen, vielen Dank, Elderon, für 29 Monate. Das sind fast 4 Jahre. Dankeschön. Vielen Dank für deine Streams und Videos. Wünsche dir schon mal frohe Festtage. Sehr gerne und vielen Dank und dir auch. Danke, danke. So, wo war ich stehen geblieben? Achso, ich war bei dem Polymorph Celeste. Ich finde den auf einem Level mit dem Standard Dani Skin, glaube ich. Ich finde, es macht halt teilweise auch, also selbst wenn die Klamotte nicht so cool ist, macht es bei mir irgendwie total viel aus, ob die halt eher freundlich oder eher pisst gucken. Ob ich die Skins gut finde oder nicht. Wenn sie diese rosa Schürze nicht hätte, ne? Könnte sie richtig badass sein. Aber das gehört natürlich einfach auch zum farblichen Design mit dem Wurmspeaker. Ist Krönchen vielleicht eine Idee dezenter? Geht halt schon klar, sehe ich halt hier irgendwo so. Finde ich besser als den Standard-Skin irgendwie, oder? Aber dann. Ja, weiß ich nicht. Finde ich den besser als den Standard-Skin? Irgendwie wandert Bruno hier ganz schön viel hin und her. Irgendwie so, keine Ahnung. Donar, oh Gott, Donar wird. Standard Donar-Skin ist. Also ich würde ihm. Es geht um die Skins. Deswegen haben wir halt auch die ganzen verschiedenen Skin-Versionen hier drin. Wenn es nur um die Fähigkeiten gehen würde, hätten wir jeden Champion nur einmal drin. Also es geht wirklich um rein persönliches Empfinden des Aussehens. Komplett subjektiv. Standard Donar ist halt einfach so ein bisschen comically drüber. Und ich würde ihm gerne einen Pluspunkt dafür geben, dass seine Ulti ist, dass er kotzt. Aber das können wir hier nicht mit einbeziehen. Aber wobei, doch, können wir. Okay, reicht mal. Von den ganzen Äxten hat er die coolste Schnauzenform. Ja, geht halt schon. Also ich sehe ihn entweder sehr weit hier vorne oder sehr weit hier hinten. Aber ich glaube eher so hier. Eher so da, glaube ich.
Das trifft es. Den Imbissbuden-Skin fühle ich irgendwie gar nicht. Der ist mir auch zu lahm. Da ist halt irgendwie nur eine Schürze dran und ein Hut drauf und sonst ist da nichts mitgemacht. Das ist irgendwie... Nee. Passt dann irgendwie auch... Also passt vielleicht ein bisschen mit dem riesen Dönermesser zusammen. Maybe. Aber... halt irgendwo hier so ein okay, I guess. Ja, ich finde ihn da an der Stelle eigentlich ziemlich gut. So, und das Ding finde ich leider ziemlich furchtbar. Nee. Fühle ich gar nicht. Ich weiß, das sehen andere bestimmt ganz anders. Aber sogar ich. Wie sehen denn eigentlich die Walking Animation zur Idle Animation ist einfach die gleiche, nur schneller. Schön. Und er greift trotzdem aus dem Cube raus noch an. Okay, interessant. Ja, komm, nee. Nee. Einfach nein. Nee. Korth. Korth geht halt klar. Mag an dem vielen Grün liegen, aber irgendwie mag ich den. Sehe ich schon irgendwo hier so. Finde ihn tatsächlich ganz neat. Skillmäßig ist er da oben garantiert nicht, aber vom Skin her, ja, kann ich damit ganz gut leben. Das Kultisten-Ding gibt mir schon wieder zu sehr Far Cry 5 Vibes, beziehungsweise Far Cry New Dawn Vibes. Mir irgendwie ein bisschen zu viel Kontrast drin. Also er ist nicht furchtbar. Er ist halt irgendwo hier so. Weil, ich glaube, ich finde ihn immer noch besser als den Standard Celeste Skin, wenn ich ehrlich bin. Dafür bin ich halt zu sehr Sucker für grelle Farben. Bin mir auch immer noch nicht sicher, ob ich das Ding wirklich an der Stelle haben will. Ne? Ja, der ist halt so, ja okay, meinetwegen. Wenn es der Standard-Skin wäre, würde es mich nicht stören, sagen wir es so. Dann haben wir Crydle. Crydles Standard-Skin ist schon so 100% Lauch, oder? Also der ist schon einfach sehr lahm. Aber halt irgendwie auch wieder in sich stimmig. Aber trotzdem schon irgendwie so ein okay, I guess. Blood War hat einfach, also der Blood War Crydle hat einfach massive, wie heißt es denn jetzt? Hat einfach massive Mad Max Vibes. Gefällt mir das besser als das Original? Ich glaube ja. Könnte noch ein bisschen abgerissener sein. Von der Standardklamotte, so der Umhang macht das schon ganz gut. Reicht
reicht das für Need? Oh Gott, Hilfe. Ich würde ihn halt hier irgendwo so platzieren, glaube ich. Für höher sieht er einfach zu sehr nach Mecca Roadcap-chen aus. Also es versucht halt dieses Mad Max-Design irgendwie zu kriegen, aber kriegt es halt auch nicht so hundertprozentig. Also ist halt schon besser als das Original, aber für Need reicht es irgendwie nicht. Das Ding hingegen ist, finde ich, nicht mal als Cradle erkennbar. Also wenn ich jetzt raten müsste, also wenn ich nicht wüsste, dass es Cradle sein soll, ich hätte keine Ahnung. Ich könnte es halt echt nicht sagen. Ich finde es farblich auch nicht schön. Geht halt irgendwo so hier hin. So, und das ist der von der neuen Season. Das ist schon einfach der Standard. Also die Klamotte ist größtenteils Standard, der Umhang ist anders. Und der hat halt einen toten Tintenfisch auf dem Kopf. Also ein Mindflayer, schon klar. Aber schön ist das nicht, wenn wir ehrlich sind. Irgendwo so. Ich glaube, das ist so Top-Tier, meh. Finde ich den schlechter als den Original-Skin? Weiß ich nicht. Finde ich den besser als den Original-Skin? Ich glaube nicht. Weil sie sind. Naja, offensichtlich sind sie ziemlich auf einem Level. Ja. Next. Merwin. Der geht klar, der Skin. Ist mir fast eine Idee zu knuffig. Für Need ist mir der, glaube ich, zu basic. Hier so? Hier so? Weiß ich nicht. Ich glaube, das passt ganz gut. Also eigentlich könnten wir die Kitty nur mit reinnehmen, aber machen wir mal nicht. Warum? Sag mir denn keiner, dass da die ganze Zeit eine Kante ist. Das ist halt so. Ja, aber wo ist denn jetzt ihr Bogen? Mit was greift sie denn jetzt an eigentlich? Achso, sie ist jetzt auch Magic, okay. Achso, das ist sie sowieso. Okay, spannend. War mir nicht bewusst. Ist mir irgendwie ein bisschen zu sehr Disney-Prinzessin für Dungeons & Dragons. Aber es ist schon auch noch okay. Finde ihn nicht ganz so cool wie das Original, aber irgendwie
irgendwo da so, glaube ich. Regis. Aua. Hey Medianox, hey Jin Randy, guten Morgen. Regis ist, ich weiß nicht, ist er meh? Nee, Regis ist glaube ich schon noch okay, I guess. Ich glaube, den Standard Regis finde ich besser als den Standard Cradle. Irgendwie. Weiß ich nicht. Hast du schon mal bei Titan Station reingeschaut? Könnte dich interessieren als Game. Bist durch Firewatch draufgestoßen. Sagt mir gerade gar nichts. Falls du dann noch da bist, erinnere mich gerne mal dran, wenn wir mit der Tierlist durch sind. Also so in der Stunde. Ja, Walking Simulator auf einer Raumstation. Okay. Klingt jetzt im ersten Moment nicht so spannend, aber... Oh, warte mal. Vielleicht habe ich den schon irgendwo in den Vorschlägen gehabt. Mal gucken. Regis. Ich hab gerade fast meinen Schuh verloren. Schwierig. Ist er bei meh sehr weit vorne oder ist er bei okay, I guess, ziemlich weit unten? Ich glaube, ich lasse ihn da. Überzeugt mich nicht. Der überzeugt mich noch weniger, ehrlich gesagt. Er sieht halt aus, als hätte Regis versucht, sich als Aladdin zu verkleiden. Ist halt so... Kann einfach direkt hier neben parken. Einfach nein. Der Icewind Dale Skin holt mir auch nie ab. Ich glaube, den finde ich von allen dreien noch am furchtbarsten. Der einfach nach einem kratzigen Schal aussieht. Und halt in allem noch immer die Säufernase rausguckt. Mögt ihr mehr als den Standard-Skin? Hm. Naja, aber nicht viel. Also, nee, sorry. Regis wird einfach nicht hübsch dadurch. Talon. Für mich ein klares Need. Schön ein paar rausstechende farbliche Sachen, Farbkontraste mit drin, insgesamt aber nicht zu drüber. Ich mag den. Ich finde die Lampe halt hinten ein sehr cooles Add-on. Die rundet das ab. Ich glaube, ohne die Lampe wäre der nur halb so cool. Ja, geht halt total klar. Der ist bei Need, finde ich schon richtig. So, hat aber auch keine weiteren Skins. Dann kommen wir zu Whittle. Standard Whittle ist halt auch schon Need. Ist mir ein bisschen zu Anime-mäßig. Aber geht halt schon klar.
Standard Whittle sehe ich schon hier irgendwo. Erinnert sehr an Steampunk. Ja, auch. Liegt hauptsächlich an der Brille, glaube ich. Na, geht schon. Den Ascendant, also den Werwolf-Skin, fühle ich halt nicht so. Ich finde die Idee cool, aber die Umsetzung ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wirkt das nicht rund. Der Kopf ist irgendwie zu klein. Nee, irgendwie ist es das nicht. Also er ist nicht furchtbar. Er ist schon immer noch okay, I guess. Sogar ein sehr hohes Level von okay, I guess. Ich glaube, hier irgendwo sehe ich den. Je länger ich drüber nachdenke, möchte ich Celeste eigentlich ein Tier runterschieben. Ich finde den halt schon noch cooler als den Merylwen Skin, oder? Ja, schon. Du bist auch immer noch zu weit oben, du gehörst eher dahin. Ja, irgendwie so. Das fühle ich gar nicht irgendwie. Das Gladiator-Ding, Herr Knolle. Also ich weiß, wo die Reise hingehen soll, aber sehe ich bei Whittle gar nicht. Also auch dafür, dass Whittle halt eher so einen breiten Kopf hat ursprünglich, ist es jetzt irgendwie alles so total zusammengefercht. Nee. Das ist halt so ein... sollte das hierher ziehen. Ist so ein... So irgendwie... Ja. So, und das Dinget, Alter, ganz ehrlich, wenn die Waffe, was auch immer es sein soll, nicht so knallerot wäre und so hart nach Plastik aussehen würde, ich halt sagen, ja, ist zwar drüber, aber geht halt irgendwie klar. Aber so ist es irgendwie, ja, die Waffe fällt halt raus irgendwie. Halt ein Tick dunkler. Eine Idee weniger knallig. Schwierig. Packe ich das hin? Wie sieht denn die Attack Animation da aus? Oh, wow. So. Das ist halt wirklich nur die Waffe, ansonsten ist der ganz, ganz cool eigentlich. Ja. Schlechter als Celeste, ja, fairer Punkt. Ich glaube, Celeste ist auch einfach immer noch zu hoch gerankt. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, sehe ich Celeste einfach eher hier. Und dich da auch. Und dass er so...
Ja, das geht klar. So, dann gehen wir mal rüber in Slot 3. Artemis. Ist halt super basic, ne? Aber dabei trotzdem irgendwie rund. Also er ist nicht toll, aber stimmig. Irgendwie. Sehe ich da irgendwo so. Ein bisschen was Badass-mäßiges. Ja, schon. Aber reicht das für Neat? Sehe ich ihn höher? Ey, ganz ehrlich, ich sehe ihn halt auf jeden Fall schon höher als die beiden noch. Ob ich ihn höher als Donar sehe, weiß ich nicht. Irgendwo, ja, da ist, glaube ich, ganz okay. Ich glaube, das geht so. Shade Artemis ist mir irgendwie zu lahm. Also dafür, dass der Standard-Skin schon so ganz viel Grau und Braun hat, hat der jetzt noch mehr Grau und Braun. Und einen richtig schlechten Leuchteffekt drauf. Es ist einfach so, hey, lass mal Kontrast runter und Helligkeit hochziehen. Wie eine Art Nebel. Naja, soll halt Schatten sein irgendwie, aber ich finde es trotzdem leider ziemlich hässlich. Kommt halt irgendwo da so hin. Ja. Finde ich den besser als Standard Cryl? Ich finde sie, glaube ich, einfach nicht so gut. So, irgendwie. Und der ist noch gar nicht im Spiel. Der kommt erst nächsten Monat. Der Schulterpanzer ist mir ein bisschen zu drüber, ne? Diese Stacheln da. Aber ansonsten finde ich den besser als den Standard-Skin fast. Aber halt auch nur fast. Schon so da. Ich mag es ja wirklich, dass da echt mal ein bisschen mehr Farbe reinkommt. Aber diese Schulterpanzer sieht mir zu sehr nach Puent aus und Puent ist leider einfach furchtbar. Nee, der Schulterpanzer macht es für mich kaputt. Sonst wäre halt echt noch ein Tier höher, aber so. Binwin! Wünschst du, der Schulterpanzer wäre ein Knochen? Ja, okay. Binwin. Ja, ist halt so ein richtiger 0815-Zwerg. Schlechter als Bruno, finde ich. Würde ihn hier so hinpacken. Sieht halt nach nichts aus. Halt ein fetter Zwerg mit zwei Äxten. Weiß ich nicht. Alter. Warum ist Binwin auf einmal Bayer und feiert Weihnachten? Er fehlt nur, dass er eine Lederhose trägt. Wo ist es?
Nee. Halt, no way. Er ist schon wirklich kurz vor Kill It With Fire. Das Stone Skin bzw. Petrified Teil wäre halt so cool. Aber das Auge ist irgendwie ein bisschen drüber. Da du gerade Gargoyle schaust, findest du den cool? Also den jetzt, nicht den davor, nehme ich an, ja. Ich finde den an sich auch cool, aber das warum hatte das alte Neversoft-Logo auf dem Rücken? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie so... Also ja, er brauchte noch irgendeinen farblichen Kontrast, damit nicht alles grau ist, aber ich finde es trotzdem immer noch besser als den Standard-Skin, glaube ich. Aber nicht viel. Das ist, glaube ich, so mein neuer Top-Rank bei Okay, I guess. Das große Auge sieht ja schwer aus wie ein Zahnstocher. Na, schon. Ja, passt da so. Brick. Ich finde ihn gleichzeitig zu drüber und zu drunter. Also diese ganzen Zacken an der Gitarre sind irgendwie im Vergleich zum Rest total drüber. Der Rest ist irgendwie sehr underwhelming. Es ist halt so ein... Ich glaube, ich sehe den hier irgendwo so. Finde den schlechter als den Binwin-Skin eben. Bei dem Ding bin ich mir 100% nicht sicher. Für das, was es sein soll, ist es eigentlich schon richtig cool. Aber passt halt null ins Spiel. Nee, Kill It With Fire würde ich nicht sagen. Irgendwie hat er ähnliche Augen wie Celeste. Sehen beide irgendwie fertig aus, als ob sie zusammen... am Fliesentisch Kette rauchen. Ja, auf jeden Fall, die sind schon so Hauptdarsteller in der goldenen Handschuh. Gebe ich dir recht. Gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, ich muss den eigentlichen Brick auch noch ein bisschen runterranken. Da so zumindest hin. Erinnert so stark an Las Vegas, passt gar nicht. Ja, das ist halt so die Sache, ne? Also es... Ist jetzt die Frage, bewerten wir es im Kontext zum Spiel auch oder halt nur den Skin an sich? Der Skin an sich ist halt schon halt in sich stimmig, aber er passt halt so gar nicht ins Spiel. Ich würde den halt auch im Leben nicht ausrüsten, ne? Ich sehe den irgendwo hier so. Vielleicht noch ein bisschen über dem Solstice Binwin. Dasselbe habe ich über den Toral Skin gesagt. Ja, deswegen bin ich auch gerade so dabei. Die sind irgendwie alle drei so auf einem
seltsamen Level. Ah, das Ding ist einfach zu uncanny, Alter. Okay. Beschäftigen uns lieber mit coolen Skins. Grummer. Standard Grummer Skin finde ich schon sehr cool eigentlich. Standard Grummer Skin ist schon neat. Irgendwo da so. Da stimmt irgendwie alles dran. Dadurch ist es nicht unbedingt unfassbar super, aber es ist einfach ein sehr, sehr rundes Design. Das Druid Warrior gefällt mir auch sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir besser gefällt als das Original oder nicht. Warum heißt das Top-Tier eigentlich Uwu? Na, weil da halt nur die cuten Skins reinkommen. Und weil die Kategorien halt alle blöde Namen haben. So, das Ding ist sehr nah am Original dran. Finde ich das besser als das Original? Ich glaube fast schon. Nicht viel, aber ein bisschen. Irgendwo da so. Sie hat jetzt auch einfach so einen richtigen Badass-Blick da drauf. Das ist schon okay. Der Blighthunter hat auch was. Erinnert mich irgendwie total an Krull. Keine Ahnung warum. Den finde ich, glaube ich, nicht so gut wie den zweiten. Besser als das Original? Weiß ich nicht. Sieht auch gut aus, aber ich würde den, glaube ich, minimalst unter den Original-Skin packen. Aber wirklich knapp. Ja, ich glaube, damit kann ich arbeiten erstmal. Mehen. Ja. Irgendwo hier so. Wenn wir ehrlich sind, eher hier so. Ich bin halt im Überlegen, ob ich Petrified Binwin nicht eher hier hinpacke. Ich glaube schon. Ich finde ihn halt besser als den Whittle Skin. Da, also bei ihm ist das Auge halt hinten, was man jetzt nicht mehr sieht, so total drüber. Bei ihr ist die Waffe drüber und die Waffe stört mich, glaube ich, mehr. Aber ja. Also dem Namen nach müsste er halt eigentlich hier hin und farblich auch, aber realistisch betrachtet sehe ich mehr hin irgendwo hier so. Der Kopf ist irgendwie zu klein für den Rest. Ihm wachsen hier irgendwie, ich weiß nicht, es sieht wie Haare aus, sind aber keine... Nee, fühle ich nicht. Den fühle ich erst recht nicht. Er sieht halt einfach aus, als hätte er sich den hässlichsten Schlafanzug der Welt angezogen, um dann auf eine LARP zu gehen.
Weiß ich nicht. Schwierig. Robin Hood mit Rüstung drüber? Ja, aber irgendwie auch nicht gut. Sehe ich da, glaube ich, so. Also würde ich halt im Leben nicht equippen. Nee, sehe ich leider überhaupt nicht. Sorry. Wen haben wir dann? Nahara. Der Standard-Skin ist schon okay. Den sehe ich irgendwo hier so. Ist jetzt nicht unfassbar toll, aber ich glaube, der geht so in dem Bereich irgendwo. Ich glaube, ich möchte Binwin sogar noch vor Merowyn setzen, oder? Ja, ich glaube, so kann ich damit leben. Den fühle ich halt gar nicht. Der ist mir halt einfach zu hell. Es ist auch so zu sehr Schneewittchen als Engel irgendwie. Nee. Es ist mir einfach zu viel. Ist irgendwo so. Boah, wo sehe ich den? Hier so, würde ich sagen. Ohne die Flügel wird es gehen. Ja, ohne die Flügel hätte es dann schon wieder so ein bisschen was von Heiliges Römisches Reich. Ja. Ja, aber so, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Cradle da drüber oder da drunter sehe. Aber auf jeden Fall eins höher als Frau Antje. So, wen haben wir dann? Eine Yili, oh ja, die hat auch wieder einiges. Standard eine Yili-Skin geht eigentlich erstaunlich gut klar. Also er ist nichts Dolles, aber er ist halt voll in Ordnung. Ich irgendwo hier so, ich glaube, ich würde ihn sogar hier sehen. Der Need. Packen wir da so hin. Das passt farblich irgendwie nicht mit ihr zusammen, finde ich. Ich weiß nicht warum, aber es gibt halt Champions, denen stehen die Wurmspeaker-Klamotten richtig gut und es gibt Champions, denen stehen die Wurmspeaker-Klamotten nicht so. Sehe ich da so. Also ist nicht super hässlich, aber ist jetzt auch kein Knüller. Das Ding hingegen ist furchtbar. Das geht irgendwie straight hier hin. Das muss in dieser Helmform liegen. Boah, nee. Nee, einfach nein. Das sieht mir halt immer noch zu sehr nach StarCraft aus. Also würde da halt kein Kobold drin stecken, ist das eine 1A, oh, wie heißen die denn? Ist das eine 1A Space Marine Rüstung? Schwierig.
irgendwo hier so hinzupacken. Ja, das trifft's, glaube ich. Champion der Yili ist irgendwie erstaunlich nah an Wurmspeaker dran. Aber sieht. Man hat das Gefühl, ihr Kopf fällt gleich ab bei der Animation. Streckt halt schon komisch den Hals vor. Aber okay. Ja, gefällt mir trotzdem besser als Wurmspeaker. Aber nicht viel. Irgendwo hier so. Probably. Omen, der hat einfach noch nie einen Skin spendiert bekommen. Und sieht halt auch noch nicht aus irgendwie. Der ist halt so auf einem Level mit Cradle irgendwie. So, ja. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht so. Und Spurt. Jetzt muss ich hier schon nach unten scrollen. Spurt. Hier so. Ja, vermutlich. Kommt ganz gut hin. Den finde ich, der ist schon wieder, der ist halt irgendwie drüber, aber auf eine gute Art und Weise. Ich mag den. Der ist schon neat. Auch auf so einem Level neat irgendwie. Ja. Ja, ich denke, damit kann ich leben. Lass ich den sogar noch höher. Nee, dafür ist Bird an sich einfach zu hässlich. Das Beekeeper-Ding ist... also ziemlich auf einem Level mit dem Standard-Skin, finde ich. So knapp da drunter. Irgendwo hier so. Die Bienen sind halt auch nur so fürs Meme drin irgendwie. Baeloth. Slot Seed 4. Ist halt sehr schlicht, aber geht halt schon klar. Hier so. Eher noch höher? Also da auf jeden Fall. Hoppala, so hoch wollte ich nicht. Also hier auf jeden Fall. Ich glaube, für noch höher ist er mir irgendwie zu schlicht. Den Skin hingegen finde ich als ziemlich einzigen Pirate-Skin absolut fantastisch. Da passt einfach alles dran. So irgendwie diese gelben Akzente runden das einfach so gut ab. Finde ich richtig gut. Ich bin fast versucht, ihn noch einen höher zu setzen.
finde, er ist schon... Sonst haben wir da gar nichts weiter drin, ne? Also, er ist nicht so cute wie halt Owl Bear Okira. Da müssen wir nicht drüber streiten. Aber er sieht schon richtig gut aus, finde ich. Komm, was soll der Geiz? Schieben wir ihn da hin. Und den nächsten schieben wir einfach direkt hier hin. Danke. Es ist einfach instant kill it with fire. So, warum ist Baeloth ein K-Pop Red Panda in einer hässlichen Jacke? Da bestimmt einfach gar nichts dran. Der ist es irgendwie auch nicht. Schlechter als das Original, finde ich. Der hat so einen Mexiko-Schädel jetzt plötzlich auf seinem Stab mit leuchtenden Augen. Aber eine Frisur wie Mozart. Und eine Rüstung wie Sauron. Da passt halt nix. Von allen roten Augenskins noch der beste. Ja. Nee. Also, nee. Der Dani-rote Augenskin ist schon besser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe den halt hier irgendwo. Also... Ja. Vielleicht sogar noch weiter unten. Das nimmt sich hier alles nicht mehr viel, passt schon. Der ist es irgendwie auch nicht. Der ist mir viel zu drüber. Warum hat er Haare wie Cruella de Vil? Warum hat er zwei Gesichter? Ich mag den Stab mit der Wirbelsäule und dem Schädel, aber der Rest ist irgendwie... Die Klamotte ist halt total... Oh Gott, ist es Dr. Doom? Ist es Professor? Nee, es ist schon total Dr. Doom, ne? Ach, keine Ahnung. Sehe ich auch nicht. Also es ist besser als der davor, aber nicht viel. Geht halt hier so hin. Holt mich auch gar nicht ab. Wobei... Würde den vielleicht noch so hier hinsetzen. Es ist einfach auch zu drüber irgendwie insgesamt. Der hätte halt auch so cool sein können, aber der ist jetzt halt... Warum ist er halt halb Knochen? Warum ist es halb Fell und halb Knochen? Eine Frage abseits des Skins. Sollte man erstmal die Grand Tour of the Sword Coast durchziehen? Oder wann sollte man das Gebiet wechseln? Wann du Lust hast. Also du wirst die Schwertküste sowieso nicht in eins machen können. Da brauchst du irgendwann eh einen Modron Core für, weil die Dinger schon teilweise garstig werden. Wenn du keinen Nerv mehr auf die Schwertküste hast oder das Gefühl hast, du bist da stuck, mach mit den anderen Kampagnen weiter und guck, was du da reißt. Da gibt es keine Faustregel, würde ich sagen. Also mach da weiter, wo du weiterkommst und wo du Bock drauf hast. Das nimmt sich alles nicht viel. So, wo packe ich den Skin hin? Ich finde den nicht furchtbar. Ich finde den schon eigentlich ganz cool, aber ist irgendwie... Wäre halt mehr drin gewesen. Ist halt nah am... Da so? Finde ich den besser als das Original? Na, ich glaube nicht. Ich
ich das Original zu hoch gerankt? Jetzt dir für die Eule einen anderen Gesichtsausdruck gewünscht? Naja, so halt ohne Haut und Muskulatur ist mit Gesichtsausdruck nicht mehr so viel. Also von daher... Ich finde halt den Knochenpart uncool. Ich hätte es fetziger gefunden, wenn sie einfach komplett weiß wäre. Also so komplett weiße Federn und Fell. Statt die knochigen Parts. Oder sonst halt komplett knochig. Aber irgendwie das Hälfte der Hälfte ist es irgendwie nicht. So, was haben wir als nächstes? Oh Gott, was ist das denn? Ist der schon drin im Spiel? Black Pits Baeloth? Oder kommt er erst? Ich glaube, der kommt erst noch, oder? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, von der Frisur und Gesichtsausdruck her sieht er total nach Surferboy aus und das passt halt gar nicht zu Baeloth. Diese Frise geht halt irgendwie gar nicht. Es passt einfach nicht zum Rest. Schwierig. Ja, der ist schon außer auf dem Level leider. Irgendwie. Also ich weiß es nicht. Der ist irgendwie kurz davor, cool zu sein, aber halt irgendwas wirft mich da total raus. Sehe ich halt gar nicht. Ist insgesamt der Champ mit den besten Skins? Sicher? Ist auch schon der Champ mit einem der hässlichsten Skins. Also, ich würde sagen, es ist halt einer der Champs mit den meisten Skins, auf jeden Fall. Aber ansonsten gehen wir rüber zu Desmond. Standard Desmond geht klar. Standard Desmond ist hier irgendwo so. Standard Desmond finde ich, glaube ich, sogar noch cooler als Baeloth. Den noch höher. Weiß ich nicht. Machen wir da so die Grenze? Vielleicht. Der geht jetzt vor dem Hintergrund natürlich total unter. Aber an sich? Im Vergleich mit dem Original? Ist halt schon eine Idee cooler, oder? Nicht viel, aber so ein bisschen besser. Geht halt schon klar. Und der ist halt schon einfach sehr knuffig. Nicht auf Okira-Level knuffig, also Okira Old Bear Skin knuffig. Aber er ist schon ein sehr plüschiger Wehr-Teddy. Irgendwo hier so. Ja, ich glaube, da passt er ganz gut. Ja, damit kann ich arbeiten. So, was haben wir noch? Ishii hat nie einen Skin bekommen, aus Gründen, weil niemand Ishii verwendet.
Finde den Standard-Skin aber gar nicht so furchtbar, muss ich sagen. Für einen Kobold geht das halt voll klar. Irgendwie so ein bisschen was abgerockte Musketiere-mäßiges. Irgendwo hier so? Vielleicht sogar noch eher hier, to be fair. So, glaube ich. Wen haben wir dann? Ursprünglich wäre man Jahira gekommen, die ist jetzt aber in Slot 9. Es ist Jalaxle dran. Ja, auf jeden Fall brauch Ishii ein Rework, wie so viele andere Champions. Standard Jalaxle. Ist mir ein Hauch zu Power Rangers mäßig, aber ist halt schon okay. Er hat auch extrem viel Musketiere-Style, definitiv. Sehe ich tatsächlich noch höher, sehe ich ihn höher als Ishii? Weiß ich noch nicht. Ja, doch, schon. Also auch hier so in der Gegend irgendwo. Da so. Die Gelb-Lila-Kombi steht ihm einfach schon sehr. Das kann er schon machen. Reicht's für Need? Nee, ich glaube nicht. Sehe ich ihn in dem Tier noch höher? Ich glaube, ich muss Bruno auch noch ein bisschen hochrutschen, wenn ich ehrlich bin. Ja, irgendwo da so. Der Pirate, ach, das ist Wormspeaker, nicht Pirate. Wormspeaker geht irgendwie nicht klar. Nee, also das ist furchtbar. Da kann er das Lila, also das Lila schon, aber das Rosa kann er irgendwie nicht tragen. Es ist irgendwie alles zu viel. Leider hier so in meiner Liste. Zu viel gelbe Linien? Ich weiß es nicht. Irgendwie das Kopftuch passt auch, finde ich, überhaupt nicht. Er braucht seinen Hut oder er braucht einen Hut auf jeden Fall. Das Kopftuch ist es halt gar nicht. Der Polymorph-Skin geht erstaunlich gut klar. Der ist aber auch einfach erstaunlich nah an seinem Standard-Outfit. Also ist ja quasi der gleiche Skin, nur kleiner. Die nehmen sich ja wirklich fast nichts. Und ich glaube, ich finde ihn sogar eine Idee cooler als den Original-Skin, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat als Kobold irgendwie auch mit der langen Schnauze einfach ein bisschen was von Darkwing Duck. Kann man nichts gegen sagen. Der Hut ist einfach extrem Darkwing Duck. Fühle ich alles. Ist da total gerechtfertigt. Nee. Ich weiß, es soll ein Luftballon sein, aber sein Dildo-Schwert geht halt einfach nicht klar. Der Partyhut ist auch einfach zu drüber. Das rosa Gedöns da hinten beißt sich mit allem anderen. Es ist einfach farblich eine richtig furchtbare Kombination. Boah, den sehe ich halt auch schon hier irgendwo. Ist noch nicht Kill It With Fire Level, aber... Ich im Leben nicht ausrüsten. Hier erkennt man, finde ich, nicht, also so als irgendwie Piraten-Outfit, cool, aber man erkennt, finde ich, nur noch sehr wenig, dass es Jalaxle ist. Also seine ganze Standardfarbgebung ist irgendwie weg. Das finde ich ein bisschen schade.
aber trotzdem not bad. Ich bin halt nach wie vor kein Riesenfan von den Piratenskins. Ich sehe den irgendwo hier so. Das trifft's, glaube ich. Vielleicht sogar eher da. Weiß ich nicht. Irgendwie so. Sieht irgendwie nach einem anderen Champ aus. Also man erkennt es wirklich nur noch an der Haltung, finde ich. Kent. Standard Kent-Skin finde ich schon neat. Standard Kent ist schon hier irgendwo. Schon fancy, aber nicht zu aufdringlich. Geht halt. Den Skin finde ich farblich ja fantastisch, aber der ist einfach zu drüber. Der ist einfach zu viel. Der sieht einfach aus, als würde direkt vom Christopher Street Day kommen und jetzt halt nicht irgendwie Monsterschnetzeln gehen. Der ist halt... Es sieht halt einfach zu sehr nach Kostümball aus. Das ist es. Auch das Gesicht ist mehr. Ja, der pinke Lidschatten war irgendwie nicht nötig. Die pinken Ohrringe machen es halt auch nicht besser. Jeder braucht mindestens so viel Drag in seinem Leben. Ja, es hat auch schon sehr viel Drag, gebe ich dir recht. Das ist grundlegend nichts Verkehrtes. Aber halt genauso wie halt Las Vegas Brick irgendwie nicht passig zum Spiel. Das ist so der Punkt. Ich finde es aber nicht ganz so furchtbar. Also ich würde ihn noch irgendwo... Der ist schon noch irgendwo bei okay, I guess, glaube ich. Ich finde den halt nicht per se furchtbar. Ich mag die knalligen Farben da dran. Ich finde das eine gute Sache. Und die Farben an sich passen halt auch zu Kent. Es ist halt nur insgesamt einfach zu over the top. Es ist halt, glaube ich, genauso wie Shade Artemis zu underwhelming ist das Ding irgendwie zu drüber. Moin, Kampfrolli. Und den hätte ich halt auch echt gern gemocht, aber der hat auch irgendwie... Nee, der ist es dann irgendwie gar nicht geworden. Das Ding ist irgendwie zu weird. So, er hat zwei Hände, die ihm die ganze Zeit so den Bauch streicheln. Ja, der sah in der Vorschau mal richtig gut aus, ja. Jetzt leider nicht mehr. Hat zu viele blaue Punkte, die irgendwie um seinen Kopf rumschweben. Und ihm wächst lila Seetang in den Haaren. Ich weiß nicht. Ja, stimmt schon. Wäre der Mantel nicht irgendwie so dunkel-lila, sondern dunkelrot, wäre das halt auch total die Weihnachtsmannkutte. Macht er auch fragwürdige Sexualpraktiken mit seinen Händen? Die sind nicht fragwürdig. Ja, der gibt dir die Massage deines Lebens. Kannst du aber wissen.
finde, er hat auch, also für die Far Realm-Idee ist das ja prinzipiell okay. Aber es ist trotzdem irgendwie mindestens ein paar Arme zu viel. Wenn nicht sogar zwei. Er hat halt einfach 10 Gliedmaßen. So, nee, lass mal nicht machen. Er ist halt so zwischen okay, I guess, und uncanny, aber irgendwie. Boah, ich weiß echt nicht, wo ich den hinstecken soll, ne? Bei May ist noch Platz. So, ja, na dann. Na, wenn das von Meh, die Anox kommt, dann. Ich finde ihn halt trotzdem immer noch besser als den Standard Regis, muss ich sagen. Ah, wobei auch. Es ist halt so, ich finde ihn farblich besser als den Standard Regis, aber. Ich bin da halt total zwiegespalten. Farblich ist der toll, aber alles andere ist halt so. Ich glaube, ich sehe den tatsächlich da. Ob ich mehr Hände brauche, um mich zu entscheiden? Wer weiß. Weiß ich noch nicht. Ich lasse ihn erstmal da. Wen haben wir dann? Paulton. Paulton hat auch nie einen Skin bekommen, ne? Paulton ist auch ultra weird, ey. Paulton ist mir schon wieder irgendwie zu schlicht dabei. Der ist halt irgendwie so auf der Stufe hier. Ich finde ihn noch eine Idee besser als Omen. Vielleicht auch eine Idee besser als Cradle. Da so. Ja. Sogar noch. Ja, der ist halt ähnlich basic wie Esmeralda. Das trifft's schon. So, Sentry. Wir nähern uns dem Ende. 6 Skins noch. Der Standard Sentry Skin ist schon irgendwie weird. Ich weiß nicht, ob der klar geht oder ob ich mich einfach dran gewöhnt habe. Ich würde den spontan so auf ein Level mit Spurt packen. Also irgendwo da so hin. Damit kann ich arbeiten. Vielleicht will ich den noch ein bisschen runterziehen. Ja. Und sämtliche Skins, die man irgendwie kaufen kann, finde ich leider alle schlechter. Sieht irgendwie aus, als würde sie, keine Ahnung, als hätte sie irgendeine tödliche Krankheit. Das geht halt gar nicht. Hat auch irgendwie so ein Dildo-Schwert. Der Schild ist irgendwie viel zu präsent bei dem ganzen Dinget. Nee.
Die eigentliche Rüstung und der Umhang gehen halt klar, aber Schild, Schwert und Kopf passen halt irgendwie gar nicht dazu. Ist es halt irgendwie nicht. Boah, ich glaube, das geht halt echt hier so hin, ne? Ich finde die Farbkombi halt auch einfach nicht schön. Damn, Alter. Der Baeloth-Skin hier erinnert mich spontan gerade, also nur in dem Outfit ohne den restlichen Kram, total an die Darstellung von Randall Flagg aus The Stand, aus dem Fernsehfilm The Stand. Irgendwie, keine Ahnung. Egal. Das Ding ist, finde ich, ein klarer Fall für Kill It With Fire. A Century im Wunderland, ja. Sollte es mal werden, ist aber leider nichts draus geworden. Also es ist nicht ganz so schlimm wie der Red Panda. Der Red Panda ist, glaube ich, auch schon einfach ganz unten bei Kill It With Fire, oder? Na, wobei, ja doch schon. Das Ding ist es irgendwie auch nicht. Die Frisur ist da irgendwie zu raus. Hat eine Menge coole Ansätze. Aber dieser, ich weiß nicht, ist das ein Doppeldutt? Kein Plan, wie man das nennt. Irgendwie, nee. Kann ich dadurch irgendwie nicht ernst nehmen. Ich schiebe den erstmal irgendwo hin, damit ich hier weiterarbeiten kann. So, und jetzt gucken wir, wo ich den eigentlich hinpacken will. Wobei er da, glaube ich, schon gar nicht verkehrt ist, je länger ich drüber nachdenke. Ich finde den leider nicht so cool wie den Standard-Skill. Ich finde den Standard noch ein bisschen... Es ist halt wirklich nur der Kopf, ne? Das ist so einfach wieder dieses einige Element. Das ist einfach dieses eine Teil, was drüber ist. Genauso wie bei dem Whittle und bei dem Binwin-Skin. Binwin-Skin. Vielleicht hier so? Original sind weniger Muskeln. Ja, gut, es ist hier halt auch nur die Rüstung, die halt einfach klarer definiert ist und hier hängt halt Stofflose runter, ne? Sie ist halt Warforged, also Muskeln in dem Sinn, aber ja, du hast sie ja eh in Anführungsstriche gesetzt, aber ja, Muskeln in dem Sinn hat Sentry ja eh nicht. Nicht wirklich. Dafür trägst du den Kopf. Ich finde die mehr Muskeln jetzt, oh, ich weiß nicht, macht's, finde ich, nicht unbedingt besser. Der Schild sieht auch einfach eher so extrem danach, also das Logo, ich weiß, das ist halt schon das eher Standard-Logo. Ich wusste auch mal, wozu es genau gehört. Habe ich gerade schon wieder vergessen. Ich finde, dadurch, dass das so leicht gelblich leuchtet, sieht es einfach aus, als wäre das ihr Shutdown-Button. Es ist halt so ein... Sie können Sentry jetzt herunterfahren. Nee. Lass mal nicht machen. Sind wir durch? Ah nee, Stokey kommt noch. Stokey im Standard-Outfit
Ist halt sehr basic, aber geht schon klar. Sehe ich tatsächlich hier irgendwo. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter oben. Vielleicht sogar tatsächlich hier. Ich finde es doch. Stokey ist schon so das untere Ende von Need. Ich glaube, ich möchte den da hinschieben. Der erste Event-Champ kommt zum Schluss. Na ja, gut, wir machen halt nur bis Seed 4 und da ist sie alphabetisch halt die letzte. It is how it is. Aber ja, sehe ich schon da oben. Champion Stokey brauche ich irgendwie nicht. Ich fand sie irgendwie nur mit Gelb, Braun und Rot irgendwie stimmiger als mit dem ganzen Blau noch da drin. Ich finde die Idee ganz cool, dass sie verbundene Augen hat. Aber ich finde den Originalskin schon irgendwie besser. Sehe ich. Hier so. So, maybe. Naja. Finde ich okay. Ja, ich denke, insgesamt kann ich damit ganz gut leben. Wenn ich irgendwo länger drüber nachdenken würde, würde ich vielleicht irgendwie nochmal so ein, zwei Plätze in seinem Tier hoch oder runter schieben. Aber so alles in allem trifft das meinen Geschmack, glaube ich, sehr. Ich bin mit Baeloth an der Stelle da irgendwie noch nicht glücklich. Schieb den mal dahin. Ja. Alrighty, dann speichere ich das Ganze mal und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie... Also jetzt kann ich hier einen Titel eingeben, ja, okay. So, speichern. Nice. Ihr solltet vielleicht ja, cool. Euer Leben ein bisschen überdenken. Gott, den Alert habe ich voll nicht gehört, aber vielen Dank für die 100 Bits. Dankeschön. Lustigerweise werden die mir auch hier im Chat angezeigt, aber in meinem eigentlichen Chatfenster, wo ich den Chat mitlese, nicht. Sehr weird, Twitch. Aber okay, vielen, vielen Dank. Ich packe euch in der Videobeschreibung dann später, wenn ich das hinkriege, mal einen Direktlink hier hin, dass man das nochmal nachgucken kann. Sehe ich das jetzt eigentlich? Warte mal. Ich lade das mal sicherheitshalber runter, ne? In welchem Ordner landet das jetzt hier oben? Alles klar. Finde ich das jetzt und ich finde es aber auch unter My Account wieder, alles klar. Okay, ja, dann würde ich sagen, man kann nie genug Sicherungskopien haben, auf jeden Fall. Würde ich sagen, war es das an der Stelle erstmal mit der Tierlist. Wir machen irgendwann bei Gelegenheit weiter mit Seed 5 bis 8 und 9 bis 12, aber nicht mehr heute. Das hat jetzt einfach auch schon 2 Stunden gedauert, von daher... Ja, erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.